Kannst du irgendwie einen Nahkampf verwickeln? Ja, genau, die zum Beispiel. On my way. Ja, kann ich. Bolz, ja, kann ich. Hab ihr von Anfang an misstraut. Aber das ist ein Weg, den ich noch nie gegangen bin im Singleplayer, die Centaurine zu erledigen. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Ah, Fehlschlag. Meine Achillesferse. Aber jetzt hätte ich ja auch eine böse Vereinigung. Wenn ich mich richtig entsinne. Ja, ja, das schwarze Netzwerk ist böse, klar. Schaffen wir schon. Wir haben noch eine kurze Rast und so. Und ich habe noch einmal... Ich glaube, ich wurde übersprungen, kann das sein? Mit der Heilung oder Leben erhalten habe ich so auf jeden Secure. Fall noch. Weil du den Kampf wieder angefangen hast. Hast du dich geheilt? Hä? Ich habe dich noch nicht geheilt. Die hat sich geheilt. Du stehst auch sehr gefährlich, glaube ich, da so an der Leiter, oder? Ah, jetzt bin ich dran. Jetzt kann ich was machen. Nee. Was? Ach, wir sind alle zusammen dran. Wir sind verknüpft. Ach so. Jo. Ich krieg die hier runter. Ach, Zwarber ist noch gar nicht oben. Ach, hier oben ist noch einer. Wir sind noch drei. Ich versuch dauernd ihn zu schubsen mit einer Bonusaktion, aber es klappt nicht. Ah ja, die Dolchwolke. Das funktioniert jetzt mit dem Rundmodus wieder. Ja. Er ist nicht ganz kaputt. Ach, will also ich mal sag mal, wieder. Ich kann mit leben, wenn wir die Centaurine ausschalten. Okay. Oh, Gott. Das war unser Weg runter. Oh. Wenn wir jetzt hochkommen, warum bin ich tot? Oh. Ach du Schande, was für eine Kettenreaktion. Ja, viel Spaß, wenn man die Wind nicht will. Da kann auch passieren. Jetzt ist der Bram auch tot. Na, ist nicht so schlimm. Ist halt so, ist Rollenspiel, ist passiert. Gott, da unten ist ein Flammenmeer. Lukas, du kannst nicht mit zu uns hoch. Ja, werft mir einfach einen Heiltrank runter. Ja, ich... Ja, genau, schmeiß ihn runter. Warte mal. Wir haben damit jetzt ein ganz großes Problem, dass das jetzt so gelaufen ist. Wer hat da ein Problem? Okay. Dass das jetzt so ein bisschen schief gegangen ist. Natürlich nicht so glücklich, aber... Hier noch ein Feind. Hat noch jemand Heiltränke übrig? Ben ist noch da, der steht da. Brem ist noch da und Bella. Wo ist Bella? Ach, der ist. Hä? Bella habe ich runter in die Flammen geschmissen. Der müsste eigentlich. Ach so, genau, der ist da unten. Der pennt noch. Hey, draußen ist Krieg. Da steht noch einer da am Rand. Kann ich eigentlich richtig sterben, wenn ich da unten liege und in den Flammen sterbend bin? Ja, dann müssen wir dich wiederholen. Ich hab gleich, wenn ich dran bin, einen Heiltrank zu runter. Ich auch gleich mal, ob ich den Heiltrank runterschmeißen kann. Und zwar jetzt. Nee, wir können wiederbeleben. Ein Charakter in deiner Gruppe ist tot. Hol ihn mit einer Schriftrolle wiederbeleben ins Leben zurück. Ich bin zu Asche geworden. Dann haben wir wohl jetzt lange gewartet. Was für eine Reichweite hat die denn? Bremen und ich bin außer Sichtweite. Warte, ich spring mal zu dir runter, zu hoch. Okay. Nee, nicht zu mir runterspringen. Stirbst du bestimmt auch. Das steht eh zu hoch. Ich habe 27 Trefferpunkte, das müsste doch reichen. Ich habe noch 100 verbleibende Züge. Swift is my feet. Wie komme ich zu dir runter? Guck mal, hier hinten ist noch eine zweite Leiter. Hinten ist noch eine zweite Leiter? Hab ich hier noch? Gar nicht weit von der Stelle, wo du bist. Ach, da hinten? Da? Muss mal die Schriftrolle hier gucken. Ach, da, ich sehe sie. Aber komm nicht da hin? Ja doch, da kann ich hin. Noch unten. Sobald ich laufen kann, dann spurte ich da hin und dann belebe ich dich wieder. Aber da lauert noch der andere, ne? Da ist gerade Dings dran, Mr. Infragranti. Ah, okay, wir haben ja noch genug wiederbeleben Rollen. Ja. Nee, da stimmt. Da steht, richtig, da unten steht noch einer. Bella. Okay,
okay. Genau. Aber vielleicht kann ich auf das Podest springen und dann da runter. Ach da, okay. Nicht genug Ressourcen. Ach, da unten, ja. Vielleicht sehe ich jetzt aber das Lava. Oder soll ich hier versuchen, wieder... Ach nee, da komme ich ja nicht mehr hoch. Die Leiter ist ja kaputt. Mhm. Ah, da ist er. Jetzt kommt er. Was ist da eigentlich explodiert? Ich habe keine Ahnung. Die ganzen Weinbrandfässer, glaube ich. Ziel zu weit entfernt, okay. Er ist ausgewichen? Darauf esse ich erstmal eine Karotte. Ah ne, ich versuch mal was. Nee, darauf esse ich erstmal eine Karotte. Keine mehr. Nee. Zu hoch, ey. Ja, das war wilde Magie wieder, aber er liegt jetzt auf dem Boden. These boots have seen everything. Ach so, da wo du hinläufst, ist auch eine Leiter, das stimmt. Ich hoffe, ich komme da überhaupt hin. Ja, Bella liegt ist niedergeworfen. Was macht der? Also es ist eine sehr kuriose Runde, ist das echt. Ach hier. Fickt jetzt deine Asche zusammen, Lukas. Ja, und dann bitte wieder zum Mund gehen. Dann kannst du ein bisschen was vom Bauch weglassen. Der hält ganz schön was aus, der gute Brem. At the ready. Ja. Deine Anti-Hammer-Unterhose an. Autsch. Spektakulär. Wo ist denn der gestorben? Da fliegen plötzlich Leute durchs Bild. Genial. Live auf Kamera. Wo ist der denn drauf geklettert? Das Podest. Er versucht so weit wie möglich nach da oben zu kommen, aber leider ist die Leiter halt kaputt. Jetzt rennt er zu mir. Hat gemerkt, oh, die ist runtergekommen, da ist sicher eine Leiter. Hm. 91%. Los, gib ihm. Habe ich zufällig Gift oder so? Kannst du von mir einen Giftpfeil nehmen? Giftpfeil. Nee. Ein Säurepfeil oder sowas. Ich habe eine Schriftrolle Säurepfeil, aber das meinst du sicher nicht. Wo sind die denn? Ach da, Pfeil der Säure. Die zweite Frage ist, habe ich einen Bogen? Ja, ich habe einen Bogen. Wie rüste ich den aus? Ne, der müsste in deiner Leiste sein. Der macht 2W6. Ah, okay. Ja, sehe ich. Hier steht 1W4. Säureschaden. Hier steht 2W6. Ich habe übrigens festgestellt, wenn du im Kampf die Waffen tauschst, kannst du nicht mehr angreifen. Echt? Das habe ich ja schon oft gemacht. Nee, ich meine richtig aus dem Inventar heraus, wenn du eine neue Waffe komplett anlegst. Ach so, nicht hier unten switchen. Okay, ich gehe mal schon mal ein Stückchen Richtung. Frechheit. Sind die jetzt auf einem Haufen? Kann sie jetzt mit meiner Leiche reden, dann sage ich. Ja, das müssten wir eigentlich mal ausprobieren. 13 Enkel. Habe Dane bestohlen. Und Dane dann, nein, wir leben ihn nicht wieder. Du liegst da voll in Trümmern und so. Das ist richtig dramatisch, dieses Häufchen Asche hier. Oh, das war Svava. Wir trauen um ihn. Zieht die Hüte. So, warte mal. Ich muss mich erstmal entlasten hier. Alter. Wir haben so viel Zeug dabei. Ja, ich bin auch komplett überladen. Ich wäre eigentlich ein Händler gewesen, aber naja, gut. Ich nehme an, hier wäre einiges gewesen. Wir hätten bestimmt auch irgendwas gekriegt, wenn wir den Sklaven befreit hätten. Was ich versuche mal, ob das geht. Nee, Leiche zu stark beschädigt. Tut mir leid, zwar aber. Ach.
erkrankt. Ach, hier ist die nächste Leiter. Okay. Oh, das sah cool aus. Ich das Schicksal Pause muss gemacht. Warten. Ich habe Inspiration bekommen. Ja, wir leben. Mal ein paar Käseleibe wieder. Nee, schick das alles ins Lager. Ich will's nicht. Okay. Ich mach kurze Rast, ja? Ja, gerne. Ja. Ah. Solen Victus! Ach, was seid ihr alles für tolle Zauberer. Dafür kannst du aber mit Krügen werfen. Genau. Wir schon zwei Quests, die wir nicht mehr abfüllen können. Erstens dieser Oscar, den hätten wir nach Baldur's Gate bringen müssen. Und zweitens dieser, gut, aber das ist ein Bug. Und das alles an einem Tag, das ist schon hart. Hier oben gibt es übrigens noch mehr zu sehen. Okay. Die Höhle geht noch ein bisschen weiter. Kommen wir nochmal hier hoch? Ach ja, die Leiter. Aber war dir das jetzt schwer genug? Ich bin gestorben, also ist völlig neue Erfahrung für mich. Hier schwebt einer in der Luft. Es war wirklich ein Gegner, wenn du es zugeben musst. Es war eher eine große Explosion. Zählt das nicht auch als Gegner? Naja, ich nehme an, sie haben sie verursacht, also ja. Aber auch eine ganz hinterlistige Falle. Stimmt, ja, das stimmt. Vorne ist noch eine ganz hinterlistige Falle. Du denkst nichts Böses und erledigt ein paar Leute und auf einmal explodiert alles. Ey, ist er echt doch. Was hast denn du da angegriffen? Näherungssprengstoff. Ich glaube, das ist das, was vorhin hochgegangen ist. Näherungssprengstoff. Dachte ich's mir doch. Schärf mal den Rest hoch, alter Schurke. Es. Hier ist noch einer, hier ist noch einer. Ja, da sind noch ganz viele. Oh, das ist gut. Das war jetzt ein bisschen doof, da müssen wir andersrum. Ich kann aber mich hier teleportieren. Ja, aber was ist mit Sphinx und kann ich darüber springen? Da ist eine Leiter da unten. Ich weiß nicht, verlieren wir den Highground, ne? Aber wir können auch nach oben gehen. Komm, Sphinx, wir gehen runter, wir haben die Nahkampfwaffen. Ich kann mich auch alleine auf dieses Plateau in der Mitte teleportieren. Ja, mach mal bitte. Lass uns von hier unten aus den Rest der Höhle erkunden. Das wird bestimmt gut. Ach ja, solange wir nicht gleich wieder die nächste Brücke einreißen. Ach, da ist eine Steinbrücke. Okay, da kann nichts passieren. Sagte sie. Oh, da hat jemand Erdbeben auf diesen Teil gewirkt. Das ist ja dumm. Oh, was war denn das? Da ist ein Feind, guck mal. Wo? Machen wir vorne? Terra, den besten Karat. Was macht ihr denn da unten? 12 Karat. Hier ist Jarg. Jetzt kommt hier der eiskalte Höhlenkampf. Aua. Jetzt, das ist wirklich herausfordernd, weil jetzt sind wir ganz allein und alle so verstreut. Ja. Vor allem die Heilerin ist weg. Ich bin hier unten. Guck mal, ob ich zu euch runterspringen kann. Und 10. Nice. Wieder der obligatorische eine Lebenspunkt. Wir sind 2 Leute und 2 Wölfe hier oben. Ach, das schaffst du schon, Zwaba, das schaffst du schon. Du musst nur mal hier die Giftpfeile auspacken. Er kommt! Zu hier? Oh, sehr schön. Wer hat das Feuer geworfen? Ich hab Alchemistenfeuer. Das war sehr schön. Und danach brauchen wir aber definitiv, glaube ich, eine lange Rast, oder? Ach. Geht alles. Ja, wenn Sphinx auch nicht mehr heilen kann, ist auch schlecht. Ach, kann sie noch. Klar kann sie. Wie du einen ranklöppelst. Außerdem haben wir so viele Heiltränke, wäre nicht schlecht, wenn wir davon mal ein bisschen was schlucken. Stimmt. Da kommt der Wolf. Die blöden Tönen hier oben. Die Tönen. Wolf. Ich sehe da so ein Fässchen.
ein Sprengstofffässchen. Also besser nicht auf die Brücke stehen. Ich stehe hier ganz schön nah am Rand schon wieder. Was soll das denn? Ja, ja. Was tust du? Oh Gott, ja. Ich brenne, aber ich lache. Ach, du bist da unten. Au. Ich meine, okay. Ich stehe ja nah am Wasserfall, ne? Vielleicht spritzt ja ein bisschen Wasser. Ich versuche mal, ob ich hier nicht da. Ignis. Ich brenne, aber ich schreie. Oh nein, Zwava wurde angegriffen. Das wird er noch bereuen. Du stehst da irgendwie in der Luft. Diese Magen. Ja, die Heilerin müssen wir immer retten. Ich darf nicht bedroht werden. Warum? Ich will meinen Zug noch nicht beenden. Ich bin auch noch dran, warte. Kann ich von unten schießen? Ich will einen raffinierten Rückzug machen. Der Weg ist unterbrochen. Hinter den Wolf. Und dann hinterrücks einen Rand stechen. Sind hier irgendwelche Leute, die ich anschießen kann? Ja, die Wölfe haben ja so wirklich viel Leben. So schnell down. Ha! 25%, 7 Schaden. Oh, Mensch. Gibt's doch nicht. 95% oder 94% waren es. Der streckt dir aber sehr einladend seinen Hintern entgegen hier. Bei deiner Größe. Bei mir stehst du in der Luft. Lässt die mit dem Horn Luft in den Po? Ich bin bedroht, ich muss Lautstärke machen. Ich bin bedroht, ich muss Lautstärke machen. Es scheint den Wolf richtig zu interessieren. Ich habe ihn in den Hintern gestochen, aber es hat ihn überhaupt nicht interessiert. Viel stark. 95%. Oh, jetzt kommt wohl. Ach, darüber kann man da, hoch, okay. Was? Lad liegt Aktion, achso. Spoten. Achtung, er kommt! Sag mal! Aber Rettungswurf geschafft. Aber ich komme dich zu retten. Ich glaub, oh, klaffende Wunden. Hm. Ich habe mir in die Handfläche geschnitten, aua. Irgendwas Böses machen jetzt. Da unten, das. Ach, dieser Wolf. Ach, ist er bestimmt. Ja, warte. Ja, er soll leiden. 4 Lebenspunkte. Aber der Hund ist auch bedroht. Ja! Ja, ja, klar. Okay, der mit dem Zweihänder sieht irgendwie ungemütlich aus. Mama, ich komme! Komm, es war aber! Gib ihm! Was mache ich hier oben? Warum? Das ist auch noch ein Wolf. So. Penner. Das ist ein Mädchen. Ach, Entschuldigung. Und das ist ein Langschwert, kein Zweihänder. Es tut aber weh. Hat sich angefühlt wie ein Zweihänder. Das war ein Dolch. Nein, das war ein Zweihänder. Er heilt sich echt, einfach. Er ist wirklich eine Frau. Boah, wie er hat, hat er dir die Seele rausgeprügelt? Oh Mann. Ich glaube, jetzt krieg ich ein Problem. Ich bin im offenen Nahkampf nicht so gut, wie ich merke. Macht mehr Spaß, wenn jemand andere Waffen mitbekriegt. Ist die Fähigkeit bei Wasteland 3? Er ist besser in heimlichen Scheiß. Ja, genau. Du fasst es ganz gut zusammen. Oder eine Toaster-Reparatur. Du hast einen. Ein Wolf weniger. Nein! Ist daneben gehauen? Ja. Wofür bezahle ich denn? Wir müssen Swava wieder heilen. Komm, Swava! Recht, meine Kinder! Und meine alles zwei Ochsen! Genau.
versuche, ihre Beine festzuhalten. So, ich versuche gleich mal Heiltrank rüber zu schmeißen, ob ich das hinkriege. Au, hat er zwei Handarmbrüste? Ja. Okay, dann gucken wir mal. Wirklich widerlich. Hast du was mit den Heiltränken? Muss ich mich in andere Position begeben? Na, warte. Ich mache das mit Swava. Hier ist Swava. Nimm erstmal den hier. Trink mal einen auf mich. Okay. Alter, jetzt werdet ihr bereuen. So, wiedersehen. Oh, sie hat die erstanden, das gibt's nicht. Warte, ich darf sie gleich hinterhältig. Achso, ja. Ich habe keine Aktion mehr. Schade. Aber ich habe drei Bonusaktionen. Die du nichts machen kannst. Warte mal, ich kann doch irgendwie das werfen oder so. Nee, werfen ist eine Aktion tatsächlich. Stimmt. Das finde ich unmöglich. Kann ich mir mal vielleicht einen Kürbis essen? Friss diesen Kürbis. Oder nochmal einen Zorn stoßen oder so. Na gut, dann beende ich meinen Zug. Nee, ich kann nur einen Heiltrank trinken. Jo. Als ob du nie Schaden bekommen hättest. So gut wie neu sozusagen. Oh Mann. Dein Ernst, Wolf? Ich habe gerade im Nahkampf gegen diesen Wolf gekämpft. Habe mich versteckt vor seinen Augen, bin ich in die Hocke gegangen, zwei Schritte zurück und jetzt sieht er mich nicht mehr. Der ist jetzt weggegangen. Weißt du, als Wolf mit guter Nase und allem, das ist ja echt peinlich. Erbärmlich. Ja, sehr gut. Oh, wo ist hier? Ist sie geflogen? Das hat er verdient. Der Wolf ist auch weg, okay. Ich hab ihn bedroht. Ich bedrohe ihn. Okay, dann bring ich zu Ende. Na, wer ist jetzt tot, hä? Na, wer ist jetzt tot? Oh, meine Fresse, ey. Wir haben was Gutes getan. Komm ich jetzt zu euch? Wie komme ich jetzt zu euch rüber? Ach so. Wo hab ich denn hier hingeschmuggelt? Ich hab schon Babyaugen geschmuggelt. Seehund-Babyaugen. Wo habe ich denn die hingeschleudert? Das wäre was für meine Sammlung.